hier auf dem Weg Richtung Darwin. Es ist endlich schönes Wetter. Und hier ist alles Mögliche im Sand. Schein geritzt. Das ist mal wieder ein atemberaubender Ausblick. Ich hatte jetzt endlich das Glück, dass es geklappt hat mit dem Hochladen. Ihr habt jetzt auch die ganzen neuen Folgen hoffentlich alle schon gesehen, schön fleißig. Ja, es geht weiter, wie immer. Und da kommt auch der Rest. Wir sind in Darwin angekommen und ja, wir haben Hotel, jeder Zimmer, 3 Nächte lang. Ich habe endlich kein verficktes Zelt mehr. Oh Gott, ich bin so dankbar darüber, das glaubt ihr gar nicht. Es hat nämlich, ich glaube, die Hälfte unserer Tagen hat die Nächte komplett durchgepisst und es war jetzt echt eine ganz schöne Tortur. Jetzt habe ich hier mein Zimmer mit Fernseh, Klimaanlage, Kühlschrank und 2 Doppelbetten, King-Size-Dinger, wie auch immer. Auch wenn ich alleine hier drin bin, Platz genug ist, ne? Was fett ist. Und ja, sonst, ich habe auch in letzter Zeit nicht mehr so viele Aufnahmen gemacht, weil wir sind eigentlich nur noch tagelang gerade im Outback unterwegs gewesen. War ziemlich langweilig, also 800 Kilometer so an einem Tag immer gefahren und immer irgendwo am Straßenrand sozusagen in Caravan und so Campingparks übernachtet. War alles eher uninteressant. Jetzt, heute geht's los. Darwin, 4 Tage, also 3 Nächte. Mal gucken, was hier so läuft. Und ich halte euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. Und ich habe schon die ersten Mails mit Fragen bekommen. Ich habe euch ja ein paar Folgen zurück mal gesagt, dass ich mal eine Folge nur mit euren Fragen machen will, die ich dann auch beantworten will. Ein paar Fragen habe ich jetzt schon, aber wäre cool, wenn es da noch ein paar mehr wären. Deswegen, wenn euch irgendwas unklar ist, egal was, schickt es an wt-podcast@gmx.de mit eurer Frage drin und die Frage werde ich dann in einer der kommenden Folgen beantworten. Und ja, was gibt es noch viel zu sagen? Newsmäßig. Meine Pläne ändern sich gerade irgendwie ziemlich schnell wieder, immer. Ich wollte jetzt eigentlich vielleicht nochmal die 2. Tour mitmachen, habe ich mir jetzt aber doch mal irgendwie nochmal überlegt und ich habe jetzt auch noch eben das Angebot von meiner Französisch-Übersetzerin Kollegin Dinger bekommen. Die braucht nämlich in der Zeit, wo eben die 2. Tour startet, braucht sie jemanden, der auf ihr Haus aufpasst, weil sie auf eine 2-wöchige Kreuzfahrt geht. Und da würde ich auch noch $100 die Woche bekommen, plus eben ein komplettes Haus für mich allein. Und in den 2 Wochen, ja, ich denke auf jeden Fall, dass ich das mache und die Tour sausen lasse. Und gucke, dass ich in Melbourne einen coolen Job als Barkeeper bekomme und dann auch endlich mal hier Geld verdiene, was ich bis jetzt ja einfach noch nicht habe. Und ja. Sonst, wie gesagt, nicht viel passiert. Und ich halte euch auf dem Laufenden. Ciao.